Hi Leute, Forti hier. Dass man in Modern Warfare 2 quasi komplett sinnlos gebannt werden kann, das wissen wir. Ende Oktober gab es ja schon ganz viele Meldungen. Aber jetzt kommt noch etwas Neues hinzu, scheinbar. Es gibt noch einen anderen Grund oder einen neuen Grund, warum man auch ebenfalls gebannt werden kann in MW2. Und dazu kommen wir gleich, aber eins nach dem anderen. Ende Oktober ging das Ganze los mit etwa solchen Meldungen hier. COD Modern Warfare, zwei Spieler sagen, sie zahlen 100 Euro und werden permanent gebannt. Der Frust ist groß, man zahlt viel Geld und tatsächlich, ich habe auch Angst. Ne? Also ich habe auch das Game für 70 Euro bei Steam gekauft, habe einen Battle Pass gekauft für 10 Euro, habe nochmal so ein Skin Bundle für 10 Euro gekauft. Das sind schon mal 90 Euro, fast 100 Euro. Und dann wird man vielleicht einfach sinnlos gebannt, grundlos. Aber lass uns mal hier weiter schauen. Also falls das der eine oder andere von euch noch nicht kennt, erst Permaban, danach rasche Ablehnung des Einspruchs. Es geht darum einfach, dass die Leute natürlich versuchen zu klären, hey, ich habe gar nichts getan, wurde gebannt. Kriegen dann relativ zügig innerhalb von wenigen Stunden von Activision Blizzard, von dem Support, im Prinzip immer dieselbe Nachricht, die dann so aussieht: Wir haben deine Nachricht bekommen, bla bla bla, du bist permanent gebannt aufgrund der Benutzung von unautorisierter Software und Manipulation von Spieldaten, bla bla bla. Aber wir haben es geprüft und unser Team sagt, das hat schon seine Richtigkeit, wir können nichts für dich tun. Ah, schon krass. Auch bei Steam gibt es, wie gesagt, seit Ende Oktober, fast nach dem Release direkt, schon unzählige Meldungen im Forum. In den Reviews natürlich auch, spiegelt sich genauso wieder in den Steam-Spielbewertungen, dass Leute einfach, also natürlich neigt man irgendwo dazu zu sagen, ja, also einfach so passiert das nicht, wenn du irgendwie gebannt wurdest, dann hast du gecheatet, aber ich denke mal, hier in diesem Fall ist das vielleicht was anderes und wie gesagt, zu dem eigentlichen Thema des Videos kommen wir gleich noch. Hier ist ein kleines unscheinbares Video, wo erklärt wird, das Ganze wird wohl laut diesem Video zumindest, hat jetzt auch nicht so super viele Klicks, aber trotzdem interessante Theorie bzw. These, dass das Ganze verursacht wird von der Steam File Verification, weil sie irgendwelche Dateien löscht und auch hier viele Leute bestätigen das oder zumindest sagen sie, ja, ist mir dasselbe passiert und ja, gestern noch gespielt und heute direkt Permaban. Und seit heute gibt es diese Meldung bei PC Games Hardware. Nach Grafikkartenwechsel Permaban in COD Modern Warfare 2 bei einem Leser von PC Games Hardware. Das fand ich dann schon auch krass. Also zum einen kannst du komplett sinnlos gebannt werden und dann, wenn du vielleicht irgendwie neue Hardware irgendwie gedenkst einzubauen in deinen Rechner, das habe ich auch vor und deswegen, also das macht mich schon stutzig. Wie gesagt, ich habe fast 100 Euro dafür ausgegeben, habe jetzt halt neue Hardware, die ist auf dem Weg zu mir, also neue Prozessor, Mainboard, im Prinzip das ganz neue System. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich muss wirklich sagen, ich habe auch so ein bisschen Angst, also dass ich da auch irgendwie komplett grundlos und sinnlos gebannt werde. Und du hast keine Chance, das wieder rückgängig zu machen. Also es gibt zwar hier und da irgendwelche Möglichkeiten, weiß nicht, Kontaktformulare und dies und jenes, aber ich habe noch bis also von keinem einzigen Fall gehört bislang, wo es hieß, okay, der wurde gebannt und wurde dann wieder entbannt. Sondern alle Bans bleiben bestehen, obwohl es scheinbar wirklich an Steam zu liegen scheint. Ja, und so sieht dann die finale Antwort aus. Your ban appeal has been reviewed and is final. Ja, und du hast keine Chance, da noch gegen vorzugehen. Das ist schon krass. So eine Meldung will ich natürlich absolut nicht bekommen. Schreibt mir gerne eure Meinung. Habt ihr schon auch in eurem direkten Umkreis, also vielleicht von Freunden oder Mitspielern irgendwie gehört, dass sie gebannt wurden? Wie sieht das da aus? Haben die versucht, den Account wiederzubekommen? Hat es geklappt oder nicht? Ja, Modern Warfare 2 bleibt nach wie vor spannend, von der ersten Sekunde, vom ersten Tag an. Ich werde, glaube ich, erstmal nach diesem ganzen, nach allem, was jetzt passiert ist mit diesen Geschichten, mit den Bans, erstmal wahrscheinlich kein Geld mehr vorher erst ausgeben, weil ich habe tatsächlich einfach Angst. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, wir sehen uns im nächsten Video.